So, ja, der rote Punkt ist da. Ich darf mal wieder ein Decktag machen. Heute mal wird ohne Four-Color Control Combo Quatsch. Ich spiele mal was mit Rot. Ja, das tue ich normal auch. Dann sind da zwei Pyroblasts und ein Red Elemental Blast im Sideboard. Das muss reichen für Rot. Wobei ich auch ein großer Fan der Karte From the Ashes bin. Grüße gehen raus an alle, die irgendwie so Vesuva Cloud Post Quatsch spielen. Und heute schauen wir uns mal Pokepile an. Oder andere würden es auch nennen Pokemokepile, was auch immer das heißen soll. In meinen Augen ist das einfach Ruck Delver ohne Delver. Kann man so sagen. Dafür aber auch mit Snow-Covered Basics, damit Astrolab einen Sinn hat und Kotl und so. Also wir gucken uns das jetzt hier einfach mal an. So, wir fangen an mit der Mana Base. Und ja, eigentlich, wie wir das jetzt mittlerweile gewohnt sind, fangen wir einfach an mit 9 Fetchland. Ne? Das scheint jetzt gang und gäbe zu sein. In unserem Fall hier haben wir 4 Prismatic Vista und da merkt er schon, okay, da ist jetzt ein Unterschied zu Ruck Delver, also 4 Prismatic Vista, 4 Misty Rainforest und ein Scalding Tarn. Also einmal Temur fetchen bitte. Dazu gibt es ein Volcanic Island, ein Tropical Island als Duals, 2 Snow-Covered Islands, 2 Snow-Covered Forests und ein Snow-Covered Mountain und 4 Wastelands. Und Wastelands, ja, habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Und es gibt auch andere Versionen des Decks, die spielen dann 2 Volcanic, 2 Tropical. Cutten dafür den Snow-Covered Forest und ein weiteres Fetchland. Die spielen dann allerdings auch mit 4 Scalding Tarns statt mit dem Prismatic Vista. Andersrum muss man dann an der Stelle aber auch sagen, da wird es dann eben auch sehr schwierig mit der Icefang-Kotl. Deshalb spielen die das Ganze dann meistens auch ein bisschen Uro-lastiger, also der Fokus des Deckes verschiebt sich ein Stück weit. Wir schauen uns jetzt mal die Kreaturenbasis an, damit wir das ein bisschen besser einschätzen können. Wir spielen 3 Arkanist der Schreckenshorde. 1, 3 verursacht Trampelschaden, soweit so unspektakulär. Entscheidend ist der Trigger, wenn er angreift, nämlich dass man einen Spontanzauber oder Hexerei aus dem Friedhof für die umgewandelten Mana-Kosten, die er an Stärke hat oder weniger, umsonst casten kann. Und wenn der Typ ein-, zweimal einen Ponder oder einen Brainstorm castet, wenn er angreift, dann ist Value Town angesagt. Und das ist eine ganz tolle Karte. Hier spielen wir jetzt 3 Icefang-Kotls, wie schon gesagt. Das ist jetzt die etwas Snow-Covered-Basic-lastige Variante, die dann auch der Kotl relativ zügig Death-Touch verleihen kann. Das sieht dann in den anderen Versionen ein bisschen anders aus. Die cutten dann die Kotl und spielen dafür dann meistens aber nicht nur 2 von diesen Uros hier. Ich glaube, da muss ich nicht mehr so viel zu erzählen. Die Karte kennt jeder. Und ja, das war es auch schon mit den Kreaturen, weil wir haben gesagt, Delver spielen wir keinen, also gibt es auch hin. Dafür haben wir noch 2 Okos an der Stelle. Auch den kennen wir schon. Das ist der junge Mann, der bringt hier immer diese ganz wunderbaren Tokens mit. Tokens4mtg.com gibt es Food Tokens. Ich muss den Marc mal fragen, meine Gelegenheit, ob die auch Elk Tokens haben. Das wäre ja. Ne, Elk Tokens haben sie keine. Das ist übrigens eine Idee. Das können die mal machen. Fände ich gut. An der Stelle jetzt demnächst auch mit Elk Tokens bei Tokens4mtg.com. Außerdem spielen wir 2-mal Nazet. Nazet kennen auch alle. Das ist so ein Lockpiece. Das ist eine ganz wunderbare Idee, um gegnerische Cantrips auszuschalten. Und das macht die. Das ist toll. So, das ist einmal Kreaturen und Planeswalker. Und wie sich das für Legacy gehört, haben wir auch noch hier so einen ordentlichen Stapel Spells. Die schauen wir uns mal an. Wir haben so ein Playset Lightning Bolts. 3 Schaden für ein rotes. Kennt jeder. Wir haben 4 Brainstorm und dann haben wir 2 Preordain und 3 Ponder. Also da variieren wir mal ein bisschen an der Stelle. Marc sagt, ich soll die mal hochlegen. Ich lege hier mal so eine Trifecta oben drauf. Guck mal, könnt ihr nicht lesen, weil ich es falsch rum hingelegt habe. Das ist schlau. Machen wir mal so hier, ne? Ha! 4, 4, 2. So, dann muss ich die auch wieder einsortieren. Ach, verdammt. So, außerdem spielen wir 2 Astrolabs in dieser Variante, wo ich jetzt sagen würde, wenn man also keine Icefang-Kotl spielt, dann sind die auch obsolet, dann kann man die auch einfach rauslassen. In dem Fall, Draw a Card wird ein Elk. Und dazu spielen wir 5 Force, nämlich 4 Force of Will, 1 Force of Negation. Ich merke langsam, auch das scheint der Standard im Legacy zu werden, das in der Variation zu spielen. Dazu spielen wir 2-mal die Karte Daze, Delver-List grüßen, 1 Spellsnare. Und jetzt wird es so richtig Delver-mäßig, 4 Stifle. Die Karte hat auch lange keiner mehr im Legacy gesehen. Früher All-Star im Ruck Canadian Threshold hieß das Deck zu der Zeit. Lange, lange kein Stifle gesehen. Immer wieder schön. Stifle ist dann gut, wenn keiner mitrechnet und dann schlecht und alle damit rechnen. Insofern eigentlich eine ganz
Coole Karte. Ja, das war es dann auch schon an der Stelle. Also das ist relativ gestreamlined, das Deck. Wir schauen jetzt mal ins Sideboard, wie es da aussieht, was wir da zu bieten haben, ob es da wild wird. Das habe ich auch mal so ein bisschen sortiert. Also wir fangen mal an mit dem Thema Graveyard Hate. Wir haben wie immer eine Surgical Extraction, einfach weil die Karte toll ist. Dann haben wir einen Gravedigger's Cage, wo sich eben die Frage stellt, was soll die Karte da? Die macht halt auch noch eine Menge im Elfen-Matchup und im Green Sun Zenith Matchup. Und Green Sun Zenith ist, glaube ich, meiner Einschätzung nach gerade auf einem All-Time-High im Legacy. Insofern ist dann der Gravedigger's Cage da auch gar nicht mal so unsinnvoll. Dazu kommt eine Ashiok, die eben denselbe Bewandtnis hat. Auch die schaltet Green Sun Zenith ab. Die greift gleichzeitig auch den Friedhof an und damit eben auch noch ganz gut gegen sowas wie zum Beispiel Doomsday. Deshalb habe ich die eigentlich immer als Sideboard so eine Karte. Und gegen gegnerische Urus, ja, tatsächlich auch. Dann haben wir noch einen Return to Nature. Einfach eine fantastische Karte, weil sie zerstört Artefakte, sie zerstört Verzauberung und sie exilt eine Karte aus dem Friedhof. Also die kann einen gegnerischen Reanimator-Target exilen, die kann aber auch mal das Target für einen Snapcaster wegnehmen, die kann auch mal einfach gut sein, um das Target für einen Mystic Sanctuary wegzunehmen vom Gegner. Die kann einfach so viel, die ist echt toll. Und ja, dann machen wir weiter mit der relativ klaren Hate. Wir haben einen Null Rod als Hate gegen alles, was in irgendeiner Form artefaktlastig spielt. Wir haben einen Back to Basics in einem quasi gefühlt Delver-Deck, weil wir damit die Non-Basic-Decks weghaten können. Dann haben wir einen Izzyk Static Caster gegen die ganzen, ich mag 1-1-Kreaturen-Decks, wie zum Beispiel Elfen, aber auch Death in Texas und wie sie alle heißen, weil man natürlich sagen muss, wenn man da im Schwarzen unterwegs ist, macht der Plague Engineer viel Sinn, aber auch der Static Caster ist jetzt mittlerweile wieder gut. Dann haben wir noch einen Abrade als Point Removal für Artefakte und aber gegen Kreaturen nicht schlecht. Dann haben wir zweimal die Karte Submerge, auch die war früher im Ruck Delver ein All-Star, hat dann lange, lange kein Play gesehen, ist jetzt wieder da. Wenn wir einen Island haben und der Gegner hat einen Forest, dann können wir umsonst die Karte spielen und können eine Kreatur auf die Bibliothek ihres Besitzers legen. Die ist sehr, sehr gut gegen sowas wie Dark Doof, Debs, hallo Björn, und ist auch ansonsten nicht schlecht, auch um zum Beispiel eigene Kreaturen vor Removal zu schützen. Auch das kann funktionieren. Dann haben wir einen Red Elemental Blast und einen Pyro Blast, also einmal für die Surgical Fans das Ganze extra getrennt an der Stelle, damit es keinen Sinn macht, einen von beiden zu surgicalen. Dazu haben wir zwei Whale of Summer. Die Karte ist auch, glaube ich, ein Auto-Include mittlerweile, einfach weil damit lässt sich Kreaturen vor Removal schützen, wie dem Abrupt Decay, und damit lässt sich aber im Endeffekt auch eigene Karten durchdrücken oder eigene Counterspells besser machen. Ist einfach eine super Karte. Und eine Sylvan Library für die Control-Matchups, weil die einfach beängstigend ist, wenn der Gegner keine Threat of Sword bekommt. Ja, das war's, wie immer. Wenn Fragen, dann schreiben. Schreibt dazu, ob ihr das Deck-Tag gut fandet oder was man besser machen könnte oder ob ich zu viel, zu wenig Blödsinn rede. Und ich hoffe, ich war heute mal richtig schnell. Ich wollte den Wiegel schlagen, aber das wird nicht funktioniert haben. Ja, tschö, macht's gut.